mal ein paar Wochen vorausgeschaut. Als nächstes steht auch Delay Sports unter anderem auf dem Programm. Generell, was halten Sie von dem Verein? Ja, alles okay. Also ich sag mal, sind ja junge Leute, die den Verein gerade erst gegründet haben, mit unheimlich viel Fleiß dabei sind, da was aufzubauen, sind jetzt, glaube ich, ein paar Mal hintereinander aufgestiegen. Also ich freue mich aufs Spiel. Ich denke, Delay hat sich's auch verdient, mit der Art und Weise, wie sie die Dinge bisher angegangen sind, dann auch ein großes Spiel zu haben. Ich glaube, wir sind nicht das Wunschlos von ihnen, aber am Ende des Tages wird es, glaube ich, ein Riesenspiel für beide Seiten. Wir werden natürlich alles daran setzen, eine Runde weiterzukommen, werden den Gegner noch ernst nehmen, weil sie es auch so gehört, weil es ja, weil sie auch meinen Respekt haben, und deswegen werden wir das Spiel auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, und wünsche denen alles Gute, weil so wie ich das mitbekommen habe von draußen, hat das alles Hand und Fuß, und von daher ist ja, kann man ja nichts dagegen sagen. Zu guter Letzt steht da auch die Stadionfrage aus. Ich glaube, es gibt noch keine Entscheidung. Unter anderem wurde das Stadion Wilmersdorf und auch das Preußenstadion eingeworfen, aber auch ein Heimrechttausch ist Thema. Wie ist da Ihre Wunschlösung? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich beschäftige mich damit nicht. Mir wird gesagt, wo das Spiel stattfinden wird. Natürlich, Heimrechttausch ist immer gut. Dann wären die Abläufe die gleichen. Wäre vielleicht für Delay auch gut, weil die haben ja auch viele Zuschauer. Dann würde da nicht so viel Aufwand extra betrieben werden müssen. Aber am Ende des Tages wird da irgendwann eine Entscheidung fallen, und dann spielen wir da, wo gespielt wird und wo es vielleicht von den Vorkehrungen und allem drum und dran, wie das dann halt auch passt. Und von daher schauen wir dann. Ist sicher ein spannendes Los. Wir freuen uns am Ende auf die Aufgabe. Ist aber ehrlich gesagt ein Achtelfinale, auf das wir uns, denke ich, ganz normal vorbereiten werden. Die Begleiterscheinung nehmen wir erstmal so zur Kenntnis und nehmen sie auch gerne mit. Wir laden die Jungs von Delay auch gerne ein, mit uns zusammen das Spiel auch eher zu planen, vielleicht gemeinsam ein Konzept irgendwo zu arbeiten. Wir freuen uns am Ende drauf, ja, weil wir glauben, dass das wahrscheinlich auch eine gute Chance ist, ja, gemeinsam da ein tolles Spiel abzuliefern. Sportlich gesehen, ne, Kreisliga A gegen Regionalliga. Also das muss man, glaube ich, vernünftig bewerten. Auf der anderen Seite so alles, was drumherum ist. Ja, da sind wir mal gespannt, was kommt. Gemeinsam planen ist ein gutes Stichwort. Die Stadionfrage wird jetzt ausstehen die nächsten Wochen. Was wäre da Ihr Favorit? Ja, am Ende ist ja im Pokal das Gesetz immer, dass der Heimverein bzw. der unterklassige Verein das Heimrecht auch hat. Und man kann ja miteinander sprechen und sagen, welche Optionen bestehen. Wir können es am Ende anbieten, dass wir das Spiel hier machen, dass man gemeinsam das Sicherheitskonzept, was wir hier regelmäßig auch in so einem Spiel wie heute gegen Lok Leipzig unter Beweis gestellt haben, dass wir so eine Spiele einfach können. Ich denke, das wäre sicher eine Option. Bin aber erstmal ja, darauf gespannt, auch auf das erste Gespräch mit den Jungs von Delay, und lade die, wie gesagt, oder wir laden sie wirklich herzlich auch erstmal dazu ein, sich erstmal ganz unverbindlich auch auszutauschen. Da braucht man gar keine Angst haben irgendwie vor irgendwas. Ja. Also wir sind der BFC und wir fressen auch keine kleinen Kinder oder so, ja, sondern wir sind ganz vernünftiger, seriöser Fußballverein, der in der Regionalliga schon mehrere Spiele auch in der Größe, wie gesagt, wie heute da auch schon abgeliefert hat. Und genau, und sind jetzt erstmal mit dem heutigen Spiel bei Lok Leipzig, da ist ja, ich sag mal, das Tagesgeschäft erstmal, und das müssen wir erstmal ein Stück verdauen, und werden uns bestimmt in der nächsten Woche dann Gedanken drum machen, wie wir das Pokalspiel da vielleicht auch machen. Aber für uns zählt ja erstmal auch ja, Regionalliga, und dann gucken wir mal, was der Pokal dann noch bringt. Und